Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Academy. Weiter geht's mit Folge 3. Heute habe ich etwas Besonderes vor und zwar habe ich mir fleißig die Tipps durchgelesen. Und zwar gibt es wohl bei Astral Sorcery? Kisten unter den Tempeln und ich bin immer dran vorbeigelaufen. Aber ich habe ja auch ein Minecart auf dem Kopf, so wie es aussieht. Auf jeden Fall viel Spaß und los geht's. So, und wie ihr seht, habe ich hier quasi schon ein bisschen was gemacht. Das Ganze ist im Livestream entstanden. Also ich habe nur ein paar Rohstoffe gesammelt, hier einmal ein bisschen die Ebene oder die Fläche gerade gezogen. Und ja, das Dorf ein bisschen eingeebnet. Im Livestream wurde dann aber gesagt, dass ich mir lieber Tinkers Werkzeuge machen sollte, damit das Einebnen des Dorfes, beziehungsweise Anpassen des Dorfes, ist ja nicht nur eben machen, ein bisschen schneller vonstatten geht. Warum ich das mache, kann ich mal ganz kurz zeigen. Oh, warte mal, erstmal nehmen wir uns ein bisschen Essen mit. Na genau, da wird die Schmiede gerade vorbereitet, da ist auch noch Blut drin. Lass mal hier reinballen, ich brauche unbedingt so ein ME-System. Mal gucken, wann wir das bauen. Und ich habe auch extra keine Technik gemacht oder so, weil ich das halt echt in der Folge zeigen wollte. Jetzt natürlich nicht viel Neues dabei am Anfang, weil man ja halt das aus den anderen Projekten kennt. Aber trotzdem. Warte, wir gehen auf Wanderschaft. Ich brauche das. Brauche vielleicht, wenn ich... Obwohl, die Schaufel reicht noch? Ich hätte ganz gerne Essen. Wo ist denn Brot? Da deswegen alleine brauchen wir schon ein Lagersystem, damit ich nicht immer so blöd hier rumsuche. Anscheinend reicht das auch. Okay, cool. Und genau, Quests sind, glaube ich, auch schon fertig. 3 Stück. Also wie gesagt, ich habe nichts explizit gemacht, aber manche Sachen wurden halt fertig, weil die halt auf dem Weg waren. Ah, hier, lol. Okay, 3 Sachen habe ich fertig. Geil. Wheat, Carrots and Potatoes. Und abgehakt. So, wir wollen zu einem Tempel. Tempel hatten wir hier ganz viele auf der Map. Hier zu dem ganz großen wollte ich eigentlich mal. Also gehen wir hier gerade drüber und nach links. Warte, Norden. So, und zum Dorf her. Okay, die Mauer sieht noch ein bisschen straight aus. Wollte ich hier halt so eine Mauer drum machen, so um den Fluss. Fell und so ein bisschen hochsetzen. Und da hinten an der Ecke auch natürlich einen Zugang zum Wasser machen. Müssen wir dann mal schauen, wie es aussieht. So, jetzt hier irgendwo nach links. Und ihr merkt schon, die Folgen sind alle ein bisschen härter geschnitten als sonst. Das mache ich jetzt allerdings extra, damit zwischendurch nicht so viel Leerlauf ist. Oder dass man, keine Ahnung, eine Höhle sucht oder irgendwas anderes macht, dass man dann nicht die ganze Zeit sieht, wie ich dann hier rumsuche und eigentlich gar nichts mache in der Folge. Also ein bisschen Progress, also ein bisschen was machen soll schon in der Folge sein, aber jetzt nicht so, dass man den Faden verliert. Das natürlich nicht. Schreibt ganz gerne mal rein, wie ihr das findet. Und nochmal zum Thema Craft Attack. Ich war, glaube ich, letzte Woche Sonntag im Livestream auf dem Craft Attack Server zu der Prime-Zeit. Also eigentlich dann, wenn immer alle spielen und da war gar keiner drauf. Und dann dachte ich mir so, ja, dann machst du doch lieber irgendwie ein Projekt, wo mehr Spaß hast, wo keiner mitspielen braucht, weil bei Craft Attack müssen ja irgendwie schon Leute mitspielen, meiner Meinung nach. So, großer Tempel. Und man sagte, ich soll, weil in Astral Sorcery sehr viel gemacht werden würde, sollte ich eher meine Basis an so einem Tempel bauen. Aber dann arbeiten wir, glaube ich, einfach mit Portalen oder so, dass wir dann da hinkommen. So, jetzt ist natürlich die Frage, welche Säulen sind gemeint? Die schon mal nicht auf jeden Fall. Vielleicht ja die? Oder ist in der Mitte hier was? Oh! Was ist das denn krasses? Das ist der! Oh! Pickaxe Level Diamond. Kann man den abbauen? Ich mach den mal, lass den mal hängen, oder? Ah, wie geil der aussieht! Boah, voll schön. Brauchen wir den? Brauchen wir den da unten drin? Also gerne Tipps, aber keine Hardcore-Spoiler bitte, was das angeht. Ja, da machen wir mal hier schon mal einen Eingang rein. Brauchen wir bestimmt, oder? Garantiert. Was ist das eigentlich für... Ah, Marbel, natürlich. Natürlich. Natürlich Marbel ist das. Marbel werden wir auch ganz viel abernten für die ganzen Gebäude, die wir bauen. Ich glaube, ich hatte erst drüber nachgedacht, das Dorf so ein bisschen abzugraden, so in normalen Stil. Aber ich glaube, ich mache schon so ein bisschen zukunftsmäßig. Guck mal, das ist jetzt cool. Pass auf, wir machen das da hin und machen das wieder weg. Ach, ja, super. Da war quasi eine Beleuchtung drüber. Die hat Peter natürlich locker flockig weggemacht. Oh, eine Kiste! Da waren Diamonds drin. Diamonds hatte ich auch noch nicht. Cool. Ah, wie geil das ist. Hier ist ja voll der Kristall drunter, ey. Guckt euch das an. Voll schön. So, okay, das haben wir dann auch schon mal. Aber gut, dann ist das schon mal abgehakt. Wenn wir Astral Sorcery weitermachen, dann wissen wir wohin. Jetzt bin ich aber irgendwie... Hallo, Schweine. Geil auf die Tempel geworden. Da hinten ist auch noch einer. So, wir können ja mal ganz kurz die Tempel mitnehmen, die halt relativ easy zu erreichen sind, ohne dass wir uns jetzt hier auf eine mega Erkundungstour machen. So, da bei den Außensäulen mal gucken. Nix. Auch nix. Ja, da haben wir sie. Sehr gut. Rest machen wir wieder zu, so voll blöd. So, was haben wir denn hier?
Knochen, ein Constellation Paper. Oh, interessant. Wie gesagt, kenne ich noch gar nicht. Da werden wir uns dann aber nachher durchmalochen, wenn wir halt auf dem Tab sind. Ich wollte nur mal hingehen und gucken, was es so gibt. Aber schon interessant auf jeden Fall, dass da drunter solche riesigen Kristalle sind, die uns das Zaubern erleichtern werden. Vielleicht. So, aber bitte keine Hardcore-Spoiler, fällt mir gerade auch wieder ein. Tipps sind okay, aber keine Mega-Spoiler, weil, wie gesagt, ich will mich überraschen lassen. Und viele fragen auch, wie lange ich das hier mache, ob ich alle Quests mache. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie weit ich das spiele. Vielleicht denke ich auch irgendwann so, boah, das hast du ja schon 8 Millionen Mal gemacht, macht doch keinen Spaß mehr und dann mache ich lieber ein anderes Modpack. Aber erstmal spielen wir es ja. Und momentan macht es ja auch mega Bock. Gerade dunkel geworden, wir waren den ganzen Tag unterwegs. 12 Stunden waren wir unterwegs. Guck mal, ja, voll aufgeschränkt. Ja, guten Morgen. So, was machen wir? Genau, wir wollen hier mal ein bisschen zumachen und vielleicht mal eine sogenannte Schmiede anfangen. Schmiede ist gut. Noch mehr Cobblestone. Ich bin aber dafür, dass wir, glaube ich, die oberste Reihe von dem Cobblestone anders machen. Irgendwie Schüssel oder so. Wäre schon cool. Dirt haben wir hier noch. Oh, noch mehr Dirt. Wir machen jetzt erstmal hier alles voll. So, dauert mir aber ein bisschen zu lange. Ich mache mir mal ganz kurz ein Werkzeug. So. Der Iron Wand. Wie viel geht damit? Maximal 9 Blöcke. So, solange da kein Gras drauf ist, geht das nämlich sehr, sehr gut. Ach so, weil der nur seitlich macht, die Blöcke. So längs, okay. Wie Peter es einfach nicht kennt, mit diesen Billo-Werkzeugen zu arbeiten, ne? Hat so sehr dran gewöhnt an Time. Alter. Boah, voll gut. Loch gestopft. Klar ist das vielleicht ein bisschen viel gewesen, aber wer mich kennt, der weiß, ich lasse keine Löcher meistens. Genau, die oberste Schicht, die kann man nachher eventuell noch ändern. Macht dann aber Zukunftspeter. So, und jetzt mal, ich hätte gerne Marble für Häuser. Also klar könnte man auch mit Concrete oder so arbeiten, aber Marble ist, glaube ich, ganz cool. Marble. Das ist nämlich gut, weil jetzt kann ich Folgendes machen. Ein paar Steinstäbe und ein paar Steinfackeln. Wird immer vergessen. Ja, und ich weiß, ich kann Fackeln in die Offhand nehmen. Mache ich auch manchmal, aber das regt mich immer voll auf. Weil ich dann halt immer überall Fackeln nehme. Boah, Gravel brauchen wir auch. Ja. Oh, kaputt gegangen. Habe ich noch eine Schau? Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Aber eigentlich wollte ich ja nur Marble holen, ne? Deswegen habe ich es nicht vergessen, sondern... Hallo? Hä? Oh nein. Oh. So, dann machen wir mal hier. So, die Vorkommen unter einem finde ich irgendwie ein bisschen gefährlich. So, hier noch ein bisschen Kupfer mitnehmen. Ich glaube, jetzt habe ich schon fast mehr Rohstoffe als im ganzen Livestream. Voll gut. Okay, so extrem nicht, aber war schon cool. Übrigens, wer mal einen Livestream live sehen möchte, boah, krass, oder? Dann guckt mal in der Videobeschreibung, bin jetzt wieder auf Twitch am Start, für immer. Und war auf jeden Fall schon sehr, sehr cool, der erste Livestream. Schon mal 6-mal mehr Zuschauer gehabt als auf der anderen Plattform. 6-mal mehr. Und nehmen wir nicht mit, weil ich keinen Schaufel mehr habe. Das machen wir zu, machen wir da auf, weil das ist ja Marble gewesen, den brauchen wir. Oh nein, ich will nicht so tief. Was ist das denn? Ah ne, hier war ich schon mal. Aber was ist das denn für eine Marble-Hülle? Ich habe gerade gesagt, ich will Marble haben und jetzt habe ich so ein Marble-Paradise hier gefunden. So ein Marble-Paradise. Hallo? Ah, geht doch. Super geil. Oh, ich bin gleich verhungert. So, wo ist denn der Ausgang? Ich glaube, hier oben irgendwo. Da war jetzt aber auch ein weiter Weg, ne? Ne, da nicht. Ja, Ausgang gefunden. So, jetzt ist ja nur gucken, dass wir da hochkommen. Normalerweise müsste ich ja eigentlich auch mal richtig cool eine Treppe runterbauen oder so. Die Mine mehr oder weniger. Eine Idee war auch, ich soll eine riesige Bunkeranlage bauen. Und da dachte ich mir nur, hat der kein Time gesehen? Time war genau das. Und Time läuft auch noch. Also auf YouTube nicht mehr so extrem, aber im Stream gab es schon, also ich glaube durchgehend. Time. So, warte mal, was kann man denn mit Marble machen? Bestes Werkzeug für Peter? Eine Schüssel. Das ist das Erste, was der Peter sich in jedem Modpack baut, ey. So krank einfach. Oh, aber so krass viele Blöcke. Welche nehme ich denn da? Ich glaube, wir nehmen... Ja. Marble with large dent. Wo ist es? Gibt gar nicht mehr. Gibt gar kein large dent mehr. Gibt nur noch dent. Wollen ja, wie gesagt, ein bisschen, oder Big Tile. Big Tile ist auch gut, aber wir nehmen mal Dent. Komm, ein bisschen Dent nehmen wir dabei. Wo machen wir das hin? Wie gesagt, das ist jetzt so mehr oder weniger so eine Neuzeitschmiede. So, Platzhalter für die Schmiede. Dann wäre die ja wahrscheinlich, hätte man hier dann die Tische, Ausguss. Ich meine, die Dorfhäuser werden natürlich auch noch ein bisschen geupgradet. Beziehungsweise man kann ja auch hier zumachen. Da sieht man jetzt, dass das alles so ein bisschen live und wie nennt man das? Spontan entsteht.
Klar, ich mir schon mal ein paar Gedanken gemacht. Aber an sich schon ein bisschen live und spontan. Weil die Seite würde reichen. Könnte man da noch die Werkzeuge machen? So, grob würde ich ja sagen, jetzt einfach so. Hier dann eine normale Treppe hoch, hier dann die Wände drauf. Hier zugebaut, eventuell mit ein paar Oberlichter rein. So, einen Boden könnte man Basalt nehmen. Das wäre echt so, wie nannte man das noch? Novus-Design so ein bisschen? Nicht Novus, Mark-Design. Hier kommt man so rein. Vielleicht lässt man hier vorne auch so ein bisschen offen. Wie halt bei einer richtigen Schmiede. Da ist ja auch immer so der vordere Teil offen. So, und hier nehmen wir dann als Boden nachher noch was. Und dann können wir hier ein Fenster reinmachen. Hier die Tür. Und ich glaube, dann sind wir schon in der richtigen Richtung für eine Schmiede, oder? Glaube ich jedenfalls. Ich guck mal. Ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Mein Gott, warte, der Hut muss aber mal weg. Der war nur kurz lustig. Was haben wir denn noch? Hier so ein Wikingerkopf. Dann. So, wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls das der Fall sein sollte, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Tut mir einen Gefallen bitte und teilt das Video. Zeigt es euren Freunden. Sagt, Debitor baut wieder richtig. So tolle Sachen noch nicht, aber bald. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!